Hallöchen, zum Schluss noch eine anspruchsvolle Aufgabe. Wir haben einen Turm gegebener Höhe H, das sind 50 Meter. Von der Spitze des Turms sieht man eine Wolke im Himmel schweben. Wenn man den Höhenwinkel misst, sind es 60 Grad, also offensichtlich keine winkeltreue Zeichnung. Das wäre hier ein bisschen schwierig, weil winkeltreu hätte man es machen können, nur winkeltreu und längentreu. Das ist schwierig bei den Zahlen, die hier rauskommen. Egal, ist ja nur eine Skizze. Hier sollen 60 Grad sein. Wenn man jetzt die Reflexion der Wolke auf der Wasseroberfläche anschaut und da den Tiefenwinkel misst, dann erhält man 62,5 Grad. Die Frage ist, wie hoch schwebt denn die Wolke über dem See? Okay, dazu zunächst mal ein klein bisschen Physik. Man sieht das Spiegelbild so, als wäre die Wolke tatsächlich hier gespiegelt an der Wasseroberfläche im selben Abstand unterhalb des Wassers und würde von dort Licht aussenden. So komme ich dann überhaupt auf diesen Reflexionspunkt hier. Oder man weiß, man erinnert sich noch hier Einfallswinkel des Lichtstrahls von der Wolke und Reflexionswinkel gemessen bezüglich des Lotes sind gleich groß. Dann braucht man hier diese Spiegelwolke gar nicht und für die erste Lösung, die wir machen, braucht man tatsächlich auch diese Linie von R nach W' nicht. Also der Hinweis bezieht sich auf eine andere Lösung, die ich am Ende noch kurz präsentieren werde. Wir bleiben jetzt mal bei diesem Dreieck. So, dann weiß ich zunächst mal Folgendes. Ich weiß hier, weil diese gestrichelte Linie parallel zur Wasseroberfläche ist, wird hier wieder der Winkel Beta sitzen. Einfach, wie heißt das? Wechselwinkel. Und jetzt aufgrund des Reflexionsgesetzes wird hier auch wieder der Winkel Beta sein. Weil eben auch hier bezüglich des Lotes Einfalls- und Reflexionswinkel gleich sind, müssen hier auch die gleichen Winkel sein. Das ist die entscheidende Erkenntnis. Dann kriege ich nämlich ohne große Probleme hier diesen Winkel Gamma. So, und jetzt muss ich ja sicherlich irgendwie die gegebene Höhe verwenden und ein Dreieck, wo die Höhe drin liegt, ist dieses hier. Den Lotfußpunkt der Spitze S nenne ich mal F und dann kann ich in diesem Dreieck FRS doch mal diese Seite hier ausrechnen. Wie nennen wir sie? Klein f. So, wenn ich mir im Dreieck FRS den Sinus von Beta anschaue, also Länge der Gegenkathete, das ist gerade die Höhe des Turms H durch das gesuchte F, dann bekomme ich, wenn ich mal f mache und durch Sinus Beta, dass f h durch Sinus Beta ist. Und das sind dann ungefähr 61 Meter. Da speichere ich unter irgendeinem Buchstaben. F gibt es leider nicht. Also nehme ich y. Jetzt habe ich eingezeichnet, was ich überhaupt wissen möchte. Ich möchte den Abstand oder die Distanz der Wolke zur Wasseroberfläche, den nenne ich klein d. H ist ja auch schon vergeben. Und jetzt ist klar, ich brauche auf jeden Fall noch hier diese Seitenlänge. Über die weiß ich gar nichts. Also muss ich versuchen, die auszurechnen. Die kriege ich aber im Dreieck SRW. Kenne ich Gamma, ich kenne Alpha plus Beta, also kann ich Delta ausrechnen. Die Länge der gegenüberliegenden Seite habe ich gerade berechnet. Und dann kann ich mit dem Sinussatz doch dieses Ding hier rausfinden, das ich mal klein s nenne, weil es groß S gegenüberliegt. Also schreibe ich den Sinussatz im Dreieck SRW hin. Gesuchte Größe links in den Zähler. S geteilt durch F ist das gleiche wie Sinus vom gegenüberliegenden Winkel. Das ist hier Alpha plus Beta durch Sinus vom kleinen f gegenüberliegenden Winkel. Das ist Delta. Und Delta ist durch Winkelsumme im Dreieck SRF 180 Grad minus Alpha plus Beta minus Gamma macht 2,5 Grad. Durch Multiplikation mit f bekomme ich dann diesen Ausdruck. Für Alpha plus Beta habe ich gleich hier das eingesetzt und erhalte mit dem Taschenrechner, das sind ungefähr 1180 Meter. Das speichere ich wieder. Noch eine kleine Anmerkung am Rande, wer gern allgemein rechnet, kann hier einsetzen, Gamma ist 180 Grad minus 2 Beta und bekommt dann insgesamt raus, das hier ist Beta minus Alpha. Damit steht hier der Sinus von Beta plus Alpha und unten der Sinus von Beta minus Alpha. Ist aber nicht so wichtig. Und jetzt kriegen wir das gesuchte D durch ganz gewöhnlichen Sinus in diesem rechtwinkligen Dreieck.
So, dann mache ich wie gesagt ganz gewöhnlich Sinus Beta in diesem Dreieck RHW ist das gesuchte D durch die Länge S, die wir gerade ausgerechnet haben. Dann machen wir mal S und setzen die Zahlen ein und bekommen das D heraus. Ich hatte mich gewundert, warum bei mir was Falsches rauskommt. Dann ist mir aufgefallen, das F hier war schon falsch. Mich hatte hier das 55 Grad so angelacht, dass ich es hier aus Versehen für Beta eingesetzt hatte. Ich muss aber hier nicht Gamma nehmen, sondern Beta, also 62,5. Entschuldigung, das bitte ändern, dann kommt hier raus 56,4 Meter. Ich wollte nicht nochmal das ganze Video neu aufnehmen, deswegen einfach hier im Nachhinein die Korrektur. Dann ändert sich natürlich auch das Ergebnis für klein s, das sind ungefähr 1090 Meter. Das speichert ihr wieder und wenn ihr das hier einsetzt, dann sollten ungefähr 967 Meter als Höhe der Wolke über der Wasseroberfläche rauskommen. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, vor allem weil wir hier noch ein bisschen Physik brauchen, nämlich dass diese beiden Winkel gleich sind. Rechnung selber ist dann machbar. Der Totenkopf hier bezieht sich auf die Alternativlösung, wo man ohne Sinussatz arbeitet. Die zeige ich euch noch kurz. Das wäre wieder eine schöne Herausforderung für die Fitten in Mathe, das mal so zu probieren. Also da macht man Folgendes, man zeichnet tatsächlich die Spiegelwolke ein, hier W', führt hier eine Hilfsgröße ein, die man klein x nennt und dann macht man einmal in diesem Dreieck den Tangens von Alpha und einmal in diesem Dreieck den Tangens von Beta und dann wirft man die Hilfsgröße x raus und bekommt nach einigen Umformungen eine Endformel für die Höhe der Wolke, die dann natürlich nur noch von der Höhe des Turms abhängt und von den Winkeln Alpha und Beta in folgender Art und Weise. Tangens Beta plus Tangens Alpha und unten Tangens Beta minus Tangens Alpha mal die Höhe. Das, wie gesagt, als kleine Herausforderung. Probiert doch auch mal, ob ihr auf diese Art und Weise ohne den Sinussatz auf die Lösung kommt.